Hallo ihr Lieben, willkommen in meiner Küche. Wir werden heute was kochen und zwar Zucchini-Plätzchen. Ihr wisst, der Sommer ist gekommen. Wenn ihr einen Garten habt oder wie ich einen Acker, werdet ihr auch viele Zucchinis haben. Zucchinis. Ich habe hier 1 Kilo Zucchini und manchmal denke ich mir, verdammt, was soll ich mit diesen Mengen an Zucchini überhaupt anstellen? Eine sehr gute Möglichkeit, die zu verwenden, sind eben diese Zucchini-Plätzchen, weil wir werden die reiben und dann am Ende bleibt da gar nicht mehr so viel von übrig. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir dabei rausbekommen werden. Wir sehen das dann am Ende. Wie gesagt, ich habe 1 Kilo Zucchini. Ich hole euch mal eben hier rum. So, wir haben 1 Kilo Zucchini. Die hier ist schon ein bisschen Öl, aber muss weg. Dann habe ich Petersilie. Man könnt ihr einfach so viel nehmen, wie ihr Lust habt. Ihr könnt das auch ganz wegnehmen. Ihr könnt auch Schnittlauch nehmen. Die ist auch frisch vom Acker. Wir brauchen 2 Eier in dem Fall. Wir brauchen etwas Pfeffer. Ich habe jetzt mal so eingenommen. Der hat noch so tolle Blütenblätter drin, aber es ist eigentlich vollkommen egal. Wir brauchen Salz und wir brauchen Mehl. Ihr könnt da auch noch Zwiebeln reintun. Zwiebeln habe ich keine, verdammt. Können wir nicht machen, aber macht nichts. Das wird trotzdem super lecker hoffentlich. So, dann gehen wir mal über zum Reiben. So, unsere Zucchini haben wir. Was brauchen wir noch? Ein Messer. Brauchen wir eigentlich nur, um die Vorder- und Hinterteile abzuschneiden. Und irgendwas, womit wir raspeln können. Ich glaube, ich werde die grobe Seite hier nehmen einfach. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Ich werde das jetzt alles erstmal in ein Gefäß machen. Schüssel! Schüssel ist das Wort. So. Dann nehme ich die erste Zucchini. Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber ich schneide vorne und hinten eben den Popo ab und dann geht's ans Reiben. So, ein kleiner Zwischenstand. Ihr seht, hier hat sich schon richtig viel Flüssigkeit gesammelt. Das werden wir dann nachher abkippen und wir werden die Zucchini auch nochmal ausdrücken. Ach, wie lange haben wir jetzt schon gewartet? Vielleicht so 5-6 Minuten? Ja, da geht noch was. Also hier Flüssigkeit, ne? So, ich habe gerade festgestellt, dass ich vorhin nicht aufgenommen habe. Was habe ich denn gemacht, damit das jetzt so aussieht, denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich? Ich habe einfach Salz drauf gemacht, ordentlich viel Salz, habe das dann immer wieder schön untergemischt, wieder Salz, gemischt, gemischt, gemischt. Und dann habe ich das so ein bisschen zur Seite gedrückt, wie ihr sehen könnt, damit das Wasser eben einfach aus den Zucchinis rauskommt. Mehr habe ich nicht gemacht, aber dummerweise habe ich diesen Teil irgendwie nicht aufgenommen. Es tut mir sehr leid. Naja, wir warten jetzt noch ein paar Minuten. Das sollte so, also ja, mindestens 10 Minuten, länger ist auch gut, weil wir wollen ja möglichst die Flüssigkeit aus den Zucchini herausbekommen. Leute, es ist so unfassbar heiß heute. Lasst mich kurz das Thermometer checken auf meinem Handy, weil, mein Kühlschrank. Ich habe kein anderes Thermometer. So, 35 Grad, Leute, und es wird noch heißer. Und der Oberburner ist ja wohl Samstag, oder? 38 Grad, oh mein Gott, ich werde sterben. So Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn das ganze Wasser aus der Zucchini raus ist. So, ich habe beschlossen, dass es jetzt lang genug war. Ich werde jetzt erstmal die Flüssigkeit abgießen. Ich habe jetzt keine Lust, die Kamera hin und her zu stellen. Flüssigkeit abgießen sollte irgendwie auch ein bisschen selbsterklärend sein. Wir sehen uns danach gleich. So meine Lieben, und fertig ist das. Es ist noch sehr viel Flüssigkeit drin. Ich kann euch das mal demonstrieren. Hier unten hat sich auch schon wieder Neues gesammelt. Wenn ich da so drauf drücke, da kommt schon noch ordentlich Flüssigkeit raus. Deswegen werde ich mir jetzt einfach eine zweite Schüssel nehmen und werde mir jetzt immer so kleine Portionen nehmen. Werde die ausdrücken, so gut wie möglich zumindest. Und wie ihr hoffentlich sehen könnt, kommt da einiges noch an Flüssigkeit raus. Dieser Teil, den mag ich nicht sonderlich. Man kann das auch in einem Tuch machen, aber ich habe keine Lust, dann das ganze Tuch voll mit Zucchini-Resten zu haben.
Ja, das ist der aufwendigste Teil eigentlich. Und dann machen wir die Sachen hier rein, die wir ausgedrückt haben. Und das mache ich jetzt einfach mal eine Zeit lang. So, wir sind fertig. Ein Wunder. Also Leute, das hat wirklich jetzt eine Weile gedauert. Was machen wir jetzt? Wir packen unsere Petersilie damit dazu. Ja, man hätte die auch grober hacken können. Habe ich aber nicht. Wie gesagt, ihr könnt da auch andere Sachen noch dazu machen. Käse ist zum Beispiel auch sehr lecker. So, Step 1. Dann nehmen wir Pfeffer. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt halt den. Weil der schön aussieht. Seht ihr, wie schön der aussieht? Ich glaube, ihr seht das gar nicht, wie schön der aussieht. Er sieht schön aus. Ich glaube, salzen müssen wir kaum noch. Vielleicht minimal. Weil wir haben ja vorhin schon echt viel draufgehauen. Ich nehme noch ein bisschen was von einem anderen Pfeffer. Und zwar so mit Chili-Dingern drin. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Ihr könnt auch einfach nur Chili-Flocken nehmen. Wie ihr das möchtet. Und natürlich könnt ihr jetzt auch noch andere Gewürze reinpacken. Mir reicht das jetzt erstmal so. Wir nehmen jetzt das Mehl und geben das dazu. Erstmal 5 Löffel. Ich könnte es auch mit den Fingern machen, aber dann kann ich jetzt die Kamera gleich nicht mehr ausmachen und nicht so cool. So, dann machen wir nochmal 3. So, und jetzt nehme ich mir 2 Eier. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache die mal separat, damit ich die schon verquirlen kann. Das geht dann leichter als in der ganzen Zucchini-Masse. So, dann haben wir unsere Teigmasse, in Anführungszeichen, und wir gehen rüber zum Herd. So, ich habe auf meinem Herd, erstmal habe ich hier mit der Raspel gerade meinen Nagel zerstört, aber ich habe auf dem Herd eine Pfanne, man hätte jetzt auch eine größere nehmen können, habe ich nicht dran gedacht, und etwas Olivenöl. Dann nehme ich gerne das hier von Bertolli, weil das ist zum Braten und ich mag eben gerne Olivenöl zum Kochen. Und dann machen wir die Pfanne mal an. Also den Herd. Das Ganze sieht jetzt übrigens so aus. Ich stelle mir hier drüben, könnt ihr nicht ganz sehen, einen Teller hin, wo ich nachher die Plätzchen drauf mache. So, jetzt warten wir, bis das heiß wird und dann seht ihr, wie es weitergeht. Schaut einfach, dass ihr eine schöne Bräune habt, dass das Ei auch durch ist. Wir wollen ja keine Salmonellen hier haben, sagt man haben, bekommen, wie auch immer. Ja, und das war's eigentlich schon. Ich werde jetzt eben mal so ein paar hier braten, beziehungsweise diesen ganzen Pott. Ihr seht, das geht dann recht schnell, sobald man das eben ausgepresst hat. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich bin wieder am Start. Oh Gott, ich schwitze so. Ja, es ist so warm. Es ist keine Möglichkeit, irgendwie Durchzug zu machen, weil keine Luft da ist draußen und dann auch noch kochen. Das ist der Wahnsinn. So, Zucchini-Plätzchen sind fertig. Tada! Sie riechen super. Ich habe jetzt nur welche auf dem Herd, aber ich habe den ausgemacht, dass die da einfach jetzt so vor sich hin nachputzeln können quasi. So. Wir probieren jetzt. Eine Gabel geholt.
Lecker. Also Leute, wenn ihr zu viel Zucchinis habt, auf jeden Fall nachmachen. Auch wenn ihr nicht zu viel Zucchinis mal habt, auf jeden Fall nachmachen. Ich werde das jetzt so zum Mittagessen einfach nur so pur. Man kann dazu natürlich auch, weiß nicht, Fisch, Fleisch, keine Ahnung was machen. Ein Dip oder so. Ich stehe nicht auf Dips, ehrlich gesagt. Darum, ich mag die Sachen immer gerne pur. Aber ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Ich muss jetzt unbedingt Mittagessen und erstmal zur Ruhe kommen, weil, wie gesagt, es hat 35 Grad und ich spüre das hier mehr als heftig. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und vielen Dank fürs Zugucken.